Miau. Ich speichere jetzt noch. Oh Gott, das kann mich so aggro machen, solche Spiele. Jetzt gucke ich aber auf die Uhr. Okay. So. Na, ich tanze auf deinem Grab. Gott, ey. Entschuldigt meine Aggro-ness heute. Bin nicht in der Stimmung für so ein Kram. Uch! Ja klar, noch eins. Hat mir so viel Spaß gemacht. Natürlich möchte ich das gerne nochmal erleben. Also, dass die Dinger so schnell schießen, ist ja schon schlimm genug. Aber wie sie einen einfach im Stillen so einnebeln mit Feuer, ist einfach nur gemein. Nein, sollst eine Schrotflinte nehmen. Mensch, Lara. Dann kriechen wir halt da unten rein. Ja, was zur Hölle? Was zur Hölle? Dein Kollege hat gesagt, wir arbeiten zusammen jetzt. Dann fahrt halt alles auf, was ihr noch so in eurem Level-Entwickler-Repertoire hattet. Warum hast du hier eigentlich so ein kleines Feuer? Warum brennt es einfach so im Boden ohne Holz? Hier in London, die haben wenigstens noch Holz mit in die U-Bahn genommen. Nee. Vergiss es. Hier werde ich ja dann auch nur angeschossen. Richtig? Nee. Werde ich nicht. Aber ich kann dich kaputt machen. So wie dein Freund vor dir auch. Mhm. Oh, da steht einer. Hab's genau gesehen. Aber ich will erst kurz gucken. Warum bist du denn so pixelig? Kann ich was mit dir machen? Nö, kann ich nicht. Na, dann gehen wir jetzt da raus und erschießen noch den anderen, anstatt wieder dadurch das Gas zu kriechen. Oder nicht. Ich schieße ihn von hier oben. Ich erschieße ihn auf jeden Fall, bevor er mich erschießt. Aber du siehst ihn gar nicht. Das ist überhaupt kein Problem, Lara. Ich sehe ihn nämlich. Oh, ich möchte jetzt die Poison-Ammo nehmen. Wir können jetzt ja auch mal böse sein. Headshot. Jetzt seht ihr mal, wie toll doch die Vergiftungsammo ist. Wir haben ja nicht mal gesehen, dass er vergiftet wurde. Er war gar nicht grün oder so, wie das in anderen Spielen passiert. Er hat auch nicht wie bei Pokémon dann das Label Gift neben sich stehen. Ich halte nichts von der Giftammo. Es ist jetzt dein Ernst. Krieg da raus! Früher, in den 90ern, als es noch Röhrenbildschirme gab, hätte ich jetzt sowas von auf meinen Bildschirm eingehauen. Ich habe keine Ahnung. Heutzutage macht man das nicht mehr. Weil die kleinen, schwächlichen Flachbildschirme sich dann denken, aua, aua, du tust mir weh. Ne? Auf durch den heißen Dampf, Lara. Willst es doch auch. Du wirst trotzdem auch erwischt. Ist mir egal. Ist mir egal. Stell dich halt nicht so an. Was ist eigentlich das da? Ist das ein Auto? Ich weiß, ich bin heute bösartig. Es tut mir leid. Ich möchte eigentlich nicht so sein. Aber heute ist komisch bei den Spielen. Die machen einfach nicht das, was ich möchte. Als
hätte ich jetzt Bock, da durchzukriechen. Wahrscheinlich bringt es mir am Ende nicht mal was. Oh, auf jeden Fall ein Medipack. Wie wir einfach in den ersten Leveln nie welche benutzt haben. Ja, ich weiß, ich könnte warten, bis es aufhört, aber es ist mir gerade zu blöd. Oh, was ist das? Ein Pokédex? Fast. Code Key. Hast ja ein hübsches Bild. Weapon Code Key. Ach, den wollte doch der Typ. Seht ihr mal. Warum liegst du hier vor dem Feuer? Seht ihr mal. Du wirst hier unten nicht sterben, Lara. Und wir waren gerade tot. Jetzt warten wir halt mal. Okay. Noch am Fuß erwischt. Wir haben den Weapon Code Key. Ich nehme an, wir sollten nicht da unten durchlaufen. Das hat er gar nicht geschossen. Warum denn nicht? Ist vielleicht von den Dämpfen beruhigt, so wie Bean? Das schießt immer noch nicht. Warum nicht? Also es zeigt nach wie vor auf uns, aber es schießt nicht auf uns. Bist du etwa ein nettes Turret? Bist du eingeschüchtert, weil wir deine Turret-Freunde getötet haben? Okay, dann antworte mir nicht. Ist das, weil wir die Weapon Code Key haben? Ne, es kann ja nicht sein. Das wäre doof. Oder? Mann, nee. Da hängt schon wieder einer. Und dein bösartiger Freund kommt. Ja, ich sollte vielleicht doch wieder den Short Range Ammo Modus Blachski wählen, aber auch keinen Grund mehr, mich aufzuregen. Wir sind auch nicht hoch, ich will nicht ins Feuer laufen. Vielleicht kommt ja aus diesen Löchern im Boden auch Methan und es brennt Methan. Ich bin besser still. Bevor ich hier mal so richtig viel Blödsinn erzähle. Wenn das nicht schon passiert ist. Kiste sieht schon wieder so komisch aus. Komm schon, irgendwas ist doch mit dir. Kann ich dich kaputt schießen? Nee, so sowieso nicht. Also, tatsächlich. Ach, hätte ich das mal vorher gewusst. Ja, ich will da nicht wieder hin zurückkriechen. Da waren diese blöden Dampfrohre. Das ist mir jetzt nicht wert, die paar Goodies, die dann da drin stecken. Kann ich jetzt da unten lang? Stört dich das? Ich habe gar nicht gesehen, dass es da so tief ist. Ich habe mich schon gefragt, warum müssen wir denn hier hangeln? Wir können doch hier stehen. Ah, Manu. Das stabile Kisten baut ihr hier in Ägypten wohl nicht. Okay, dann hangeln wir. Ist mir recht. Du hast noch das Medipack. Achso, ich habe gespeichert, weil ich nicht wusste, ob man dir trauen kann. Das mit dem Weapon Code macht vor allem deshalb keinen Sinn, weil wir den ja gar nicht von Anfang an hatten. Ne? Ist das zu schräg oder kann ich auch hier mich festhalten? Das geht.
gar nicht, wo ist denn der Dampf? Zumindest im Moment ist er nicht da. Nun denn. Ach so, was ich machen wollte, ist natürlich voll sinnvoll, dass ich das jetzt am Ende von dieser Aufnahme mache. Ist... die Helligkeit... kann ich gar nicht ändern. In anderen Tomb Raidern geht das doch. Ich hätte es euch jetzt noch heller gemacht, aber... dann halt nicht. Tut mir leid. Achso, ja. Hier sind wir. Das heißt, wir können... können wir zurück einfach? Oder fehlt uns immer noch was? Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir alles holen mussten. Das ist mein Problem gerade. Mir ist voll kalt. Es ist auch kalt. Ja, ich bin nägelig heute. So kalt. Sonst haben wir hier dann jetzt tatsächlich nichts zu tun. Wir haben jetzt dieses ganze große Level einfach nur, damit wir diese eine Codekarte da hinten finden, oder... oder wie sehe ich das? Verstehe ich das? Bla. Ne? Okay. Ja, wir fahren zurück. Ich gehe jetzt nochmal zu dem Kerle und guck mal, was er so erzählt. Ach Mann, jetzt muss ich ja schon wieder das... mit dem Rad machen. Das macht alles keinen Spaß, was ihr hier gemacht habt. Einfach weil es zu schwer ist. Ja, ja, Bonbon. So, bye bye, Kumpane, Hammermann. Solange wir nicht wieder in der Moschee rumklettern müssen. Na, seht mal. 'Cause I can. Gut. Hopp. Macht nix. Hallo, ich hab was für dich. Ich hab deine Codekarte. Hey, wenn du nicht mit mir redest, weiß ich nicht, was ich machen muss. Ich kann doch mein Motorrad nicht mit dir... Wir sind so blöd. Brauchen wir doch irgendwie für unser Motorrad, ne? Use. Nein. Warum nicht? Mach's an dein Motorrad gefälligst. Nein. Warum? Ich verstehe nicht, was wir machen müssen. Ich bin müde, ich brauche einen Kaffee. Ja, ja. Geh doch wieder zu dem Kerl. Gut. Ja, ja. Töten darfst du uns nicht. Falsche Richtung. Immer die falsche Richtung. Entschuldigt. Ein kleiner Hickser. Ey, Francine, Gott sei Dank wusstest du, dass das funktioniert. Ich hätte mich da jetzt ja noch stundenlang mit abgeplagt. Dann auch das Motorrad auf der falschen Seite. Weil es so schön war.
So. Wir müssen jetzt trotzdem kurz brainstormen, was wir jetzt machen. Ja, er bewegt sich noch. Ich habe kurz überlegt, ob er vielleicht einfach tot ist mittlerweile, aber ist er nicht. Erkenne ich denn jetzt noch, wo wir waren? Ja, okay. Mm, ja. Also wir haben jetzt diese Codekarte. Und wir haben das da. Ich renne einfach mal an dem Vieh vorbei. Meine Güte, ich weiß einfach nicht, was wir tun sollen. Ja, schrei, schrei. Rang, rang. Entschuldigt bitte. Ich habe mich kurz mitreißen lassen. So. Ich muss mich hier jetzt erst nochmal umgucken. Da ich nicht mehr gänzlich sicher bin, was hier alles möglich war. Ach ja, das ist hier. Das bringt uns nichts. Habe ich das doch richtig verstanden, dass wir hier irgendwas mit dem Motorrad machen, ne? Oh Gott, ich hätte mir nochmal angucken sollen, was er eigentlich gesagt hat in meinem Video. Waren wir doch aber überall. Das macht doch keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn, dass wir hier nochmal was tun. Ich weiß auch nicht, warum ich das hier jetzt tue. Ich mach's einfach. Vielleicht gehen wir doch gleich nochmal da unten in die Tür. Aber da war doch nichts. Hier war doch überall nichts. Ja, jetzt lassen wir uns fallen und sterben bestimmt. Fast. Hätten wir doch hier bloß die Grinsekatze zur Verfügung. Jetzt kommen wir doch wieder nur da hoch ans Seil. Das war letztes Mal auch schon so. Wir rennen kurz ein bisschen hin und her und im Minipack, weil die Heuschrecken ganz gemein fiese Mandibeln und ja, ich höre auf. Ich habe zwar auch ein Semester Biologie studiert, aber ich... Es reicht wohl doch nicht mehr aus, um gewisse Biologen zu beeindrucken. Mandibeln und... Wie hieß denn das andere? Ich kenne nur noch die Pedipalpen von Spinnen, diese Tasten. Ach, egal, ich bin... Nein, ich sollte das lassen. Ich bin einfach so überfordert im Moment. Was wollen die Spiele denn bloß alle von mir? Können wir denn noch hin? Müssen wir etwa doch nochmal an den Truck? Aber da gab es doch gar nichts zu tun. Oder jetzt, wo wir die Codes haben? Das macht auch keinen Sinn. Das ist meine letzte Amtshandlung heute. Danach ist der Part vorbei. Kommen wir hier eigentlich wieder raus? Oh Gott, ich werde kacke. Oh Mann, oh. Ich will doch nur wieder da raus. Ja, es kommen wieder die Heuschrecken, ich weiß schon. Gut. Ich wäre auch echt sauer gewesen, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte. Ah, könnt ihr es glauben? Jetzt überlege ich einfach die ganze Zeit nur, wie diese Beißwerkzeuge heißen. Wir brauchen einen Medipack. Du nervst, du Riesenechse! Mach was mit dem Auto. Lara, bitte! Lara, mach was mit dem Auto. Bitte tu was mit dem Auto. Ich weiß nicht, was ich noch machen muss.
Komm schon. Es ist ein britisches Auto. Musst du auf dieser Seite einsteigen? Ich weiß es nicht, Freunde. Wir sind gleich wieder tot. Geh weg. Nein, nicht spucken. Hilfe. Du Drecksack. Ah, jetzt sagt er was. Your bike will need modifications to clear some of the larger obstacles. Nitrous oxide connected to the carburetor should give you the extra punch. Go, bring me the codes. Entschuldige, ich hab die Codes. Ich hab die Codes. Hier. No. Warum nicht? Use on him. Steck sie ihm in seinen Kopf. Bitte, Lara. No. Warum? Warum nicht? Ich hab dir die Codes mitgebracht. Hier, ich geh nochmal. Ich geh nochmal und bring sie dir. Und vielleicht willst du sie dann. Vielleicht. Sag, dass du sie willst. Bitte. Bitte. Nimm doch meine Codes. Männer. Ich muss das jetzt mal sagen. Männer. Weißt du was? Du kannst mich mal. Wenn ich doch nur wüsste, was ich mit den Codes machen soll. Komm mit halt. Komm mit zu meinem Motorrad. Mach die Modifications. Tuschmongo. Ich werd so sauer jetzt. Warum machst du nichts? Ich hab die Codes doch. Da ist sogar dein hässliches Gesicht drauf. Was ist denn heute los? Mann. Ich mache jetzt einen Cut. Das ist ein extrem frustrierendes Level. Was soll ich denn... Was hättest du denn gerne, was ich für dich tue? Ich kann nicht versprechen, dass ich es tue, aber... No. Ach, oben. Combine damit. Bitte, zieh das an. No. Mann, okay, ich mache jetzt hier einen Cut. Leute, helft mir. Habt ihr eine Ahnung? Komm schon. Bitte, bitte. Oh Gott, nein, das ist voll falsch. Na, ich dachte nicht, dass das dann so aussieht. Ich brauche jetzt eine Pause. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Während all den wuscheligen, unfassbaren Leveln hier. Ich will hier einfach nur weg. Oh, ja, keine Ahnung, was wir tun müssen. Habt ihr eine Ahnung? Wenn ihr keine Ahnung habt, muss ich halt nächstes Mal wieder ins Lösungsbuch gucken. Nur wegen dir. Wir machen das alles nur wegen dir. Ich denke mal, das ist dir klar. Okay. Leute, Kombis Bewertung. Danke fürs Zusehen. Bye, bye.